Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Minishoot Adventures. Wir sind hier in der Oberwelt und ja, eigentlich im ersten Bereich von der Oberwelt. Ich schätze mal, dass das vielleicht ein bisschen unser Hub sein wird. Wir haben hier ja schon ein Schiff, mit dem wir handeln können. Also, dass wir da immer wieder sich auch mal testen kann, wenn man da nochmal durchgeht, ob man dann auch eine Karte hat. Schiffsposition unbekannt, okay. Wie es aussieht, noch nicht. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen mit dem Spiel vertraut gemacht und haben hier schon mal ein bisschen rumgesucht. Wir sind dann hier rechts oben in ein neues Gebiet gekommen, wo wir dann zu schwach waren. Jetzt sind wir hier in eine Höhle gegangen am Ende der letzten Folge. Und da waren wir, naja, auch zu schwach vielleicht. Vielleicht aber auch einfach nur nicht gut genug aufgepasst. So wie jetzt auch. Ich würde es gerne nochmal testen. Gut, wenn ich jetzt natürlich direkt sterbe, wie jetzt, dann teste ich es noch einmal und dann gehen wir nach. Also ich glaube, hier muss ich noch nicht unbedingt sein. Ich glaube, da kann ich auch später hin. Wichtig, dass ich den Boost mehr einsetze. Meine Schüsse verfolgen ein kleines bisschen. Ich glaube, das ist normal an dem Spiel. Tatsächlich. Weil ich habe die Hilfen ja auf jeden Fall komplett ausgestellt. So, diese erste Phase hier war eigentlich noch gar nicht so schwer. Das Schwere kommt erst nachher. Aber egal, ich meine, selbst wenn wir verlieren, kriegt man immerhin noch ein bisschen von den Punkten. Das heißt, wir leveln. Jetzt muss ich auf jeden Fall gucken. Oh, shit. Das sollte natürlich nicht passieren, gell? Okay, dieses Mal habe ich den Boost ein bisschen mehr eingesetzt. Das hilft auf jeden Fall. So, jetzt kommt gleich die Stelle, wo wir verkackt haben in der letzten Folge. Das waren auch echt viele. Oh, zu viele. Sobald ich die anderen kaputt habe. So, jetzt muss ich noch gut spielen. Sehr schön. Boah, das Vorhalten ist richtig mies, gell? Also, dass die sich da orientieren, wo ich mich hinbewegen möchte. Das macht es echt stressig. Oh, aber es war es wert, auf jeden Fall. Ein Herzteil. Ja, ein Viertel. Also genauso wie bei Zelda. Und es heilt auch genauso wie bei Zelda. Sehr schön. Also auf jeden Fall gut, dass wir hier nochmal rein sind. Sobald wir ein viertes Herz haben, das macht natürlich viel aus. Ich bin auch gespannt, ob wir mal mehr als ein Herz verlieren können bei einem Treffer. Das gibt es bestimmt. Gerade wenn man da richtig viele Herzen hat. So, okay, jetzt geht's mal hier weiter. Die Frage ist, wo. Ich glaube, wir können die Tür hier aufmachen. Ich denke mal, dass das so Art Tempel sind. Also auch so wie bei Zelda. Aber wir gehen erstmal hier lang. Hier haben wir ja aufgemacht. Und wir haben auch irgendwo genau hier eine Höhle aufgemacht. Ich habe so das Gefühl, dass diese Höhlen tatsächlich meistens solche Kampfgebiete sind, wo es genau Alternativzeug gibt, wie hier nochmal ein Herzteil. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken uns die auf jeden Fall alle an. Ich meine, je mehr Zeug wir haben, desto stärker werden wir. Es hat auf jeden Fall ein bisschen, ist auf jeden Fall ein bisschen zielsuchend. Ich weiß nicht, ob das am Controller liegt. Vielleicht sollte ich mal testen, wie es mit der Maus ist. Ob ich, wenn ich mit der Maus spiele, ob das da auch ein bisschen, ja, auch dann verfolgt es auf jeden Fall. Aber guck, das meinte ich in der letzten Folge. Ich kann da halt, boah. Vielleicht nicht mit einem Handcontroller an einer Hand Maus spielen, das wäre nicht so schlau wie gerade. Oh oh. Okay, also in Ecken sich zu manövrieren ist meistens keine gute Idee. Boah, die Schüsse sind fies, dass da die kleinen Schüsse dann noch vorne weggehen. Das ist ein anderer Kerl. Oh oh. Yes, neue Stufe. Aber ich heile mich nicht durch die neue Stufe. Auch interessant. Ja, aber das ist bestimmt der letzte hier. Wenn wir Glück haben, gibt der uns sogar noch so ein großes.
Brot ist, dann können wir nämlich unser Minigun upgraden. Und wenn wir dann zwei Schüsse haben, dann sind wir richtig unterwegs. Oh oh. Boah, ich dachte gerade, er kommt voll nah auf mich zu. Das hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Das war wichtig. Und ja, das ist Nummer 5. Und jetzt holen wir uns auf jeden Fall dieses Upgrade gleich. Das muss man nochmal überlegen. Kritische Chance. Ich weiß halt nicht mal, wie viel kritische Chance ich habe. Was das bedeutet. Also Doppelschaden oder... Ich glaube, ich nehme einfach Schussgeschwindigkeit. Das ist auch immer gut. Können wir die eigentlich alle die ganze Zeit auf- und abwerfen? Kann man echt. Man kann hier echt kombinieren, was man möchte. 4 kostet das nächste. Ich glaube, es macht wenig Sinn, eins komplett weit hoch zu hauen. Ha, hier geht es sogar noch weiter. Oh oh. Nee, doch nicht. Hä? Guck mal, das sieht aus, als wäre die Wand hier brüchig. Aber nur von oben. Ja, wir werden auf jeden Fall irgendwas noch kriegen, mit dem wir irgendwie Fackeln anzünden können. Ja, bin ich mir doch recht sicher. So, jetzt geht's aber erstmal zurück und wir holen uns die Knarre 2. Ich dachte tatsächlich eigentlich, dass es... Was wollte ich jetzt sagen? Ich dachte eigentlich, dass das in der Mitte alles Waffen sind, aber vielleicht gibt es da nur eine Waffe, die Knarre. Das wäre nicht ein bisschen schade. Das wäre nicht cool, wenn es unterschiedliche... Wenn es so ein Laser gäbe irgendwie. Auch sowas keilförmiges. Aber wir holen uns auf jeden Fall mal Stufe 2. Gucken, ob der uns auch Stufe 3 verkauft. Na klar. Knarre Stufe 3, 22. Aber trotzdem, das hat uns jetzt... Diese letzte Münze, die hat uns jetzt einfach doppelt so stark gemacht. Voll krass, oder? Wenn man sich das überlegt. Zwei Schüsse. Wie anders das ist. Vor allem, ich schieße jetzt auch nicht mehr so leicht daneben. Das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Was ich mich gerade frage, dass da oben in der Mitte, sind das große, sind das die Bosse? Es könnte sein, dass es 4 große Bosse gibt, also 4 solcher Tempel. 2, 4, 6, 8. Vielleicht 8 Zwischengegner oder so. Also das sieht auf jeden Fall aus wie dieser Totenkopf da. So, hier unten. Ne, wo war denn das? Ich weiß gar nicht mal, wo es da weiterging. Hier war nochmal ein Weg, ja? Ja. Und hier war... War hier irgendwas? Ich weiß das gar nicht mehr. Hier war einfach ein Herzteil. Hier war ich noch gar nicht. Cool. Das heißt, 3 von 4. Eins fehlt uns noch. Ich glaube, vor dem ersten Boss... Könnten wir sogar einen Herzcontainer mehr haben? Aber habe ich das? Nee, da bin ich vorhin einfach gar nicht rein, gell? Da bin ich vorhin einfach nicht rein. Hier ging es nämlich nicht weiter. Oh, hier oben ist das eine Höhle? Nee. Also es wird auf jeden Fall stressig, sich hier allen jeden Weg merken zu können. Hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal einen Weg. Ja, guck mal, wie ich jetzt durchflitze, seit ich dieses Upgrade habe. Seid ihr halt gar nichts mehr in dieser normalen Welt. Too strong. Yes, da ist es. Das ging ja schnell. Das ging schnell. Selbstmord-Dudes, ne? Aber das meine ich, das ist jetzt so. Die sind so viel schwächer als geworden. Einfach weil ich diesen Doppelschuss habe. Nice, coole Schiffe. Und Herz Nummer 4. Dum, 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 dum. Sehr schön. Gibt's hier? Ne, hier sehen wir das tatsächlich gar nicht. Ja, das ist doch so ein großer roter Kristall. Eigentlich müsste der uns doch noch Zeug geben.
Weißt du, soll ich hier gleich rein oder gucken wir uns erst nochmal um? Ich könnte, komme hier wahrscheinlich ganz zurück, gell? Gucken wir mal rein. Ich frage mich, ob es eine Unterweltkarte eigentlich auch noch gibt. Ich glaube eher nicht. Diese Notsignale sind vielleicht die anderen Schiffe, gell? Ich glaube, das da vorne kann ich gar nicht kaputt machen. Herr doppelte Knarre. Richtig OP. Oh, hier kommen Gegner. So einem großen Raum immer. Wie viel schneller die jetzt einfach. Das hier wäre echt stressig, glaube ich, gewesen mit meiner normalen Waffe. Aua. Aber jetzt. Oder ein Schild. Oh. Der gibt bestimmt auch was. Shit. Okay, der hält aber nicht so viel aus. Das ist gut. Ich muss auf die andere Seite auf jeden Fall kommen. Shit, nein! Ich habe Angst. Wie mache ich denn das am besten? Ich muss näher ran an ihn. Der schießt aber immer gleich, gell? Puh. Zwei Herzen. Hä, hatte ich gar nicht. Ich dachte, ich habe nur noch eins. Hab ich vertan oder was? Okay, aber das macht schon Bock, gegen die zu fighten. Coole kleine Herausforderung. Wo sind wir? Oh, okay. Jetzt sind wir hier unten rausgekommen. Kommen wir hier überhaupt zurück? Sehr schön. Eine neue Stufe. Die Frage ist, hole ich mir den nächsten Boost oder warte ich? Ich warte jetzt, glaube ich, auf Schaden. Wir holen, warten, bis wir zwei haben. Ich glaube, das ist hier sinnvoll. Diese Wasserdinger, die sind genauso wie bei Zelda, ey. Tauchen dann an einer neuen Stelle auf. Und schießen. Hier komme ich nicht rüber. Das heißt, es gibt hier eigentlich keinen Weg zurück, oder? Hier vielleicht noch? Hier. Ah, das ist hier, okay. Wobei wir da unten auf jeden Fall noch nicht alles erforscht haben. Aber das heißt, dass es unterschiedliche Wege raus gibt. Also wir sind jetzt ganz woanders rausgekommen und sind dann ganz woanders in der Oberwelt gewesen. Das heißt, es gibt unterirdische Verbindungen zu anderen Punkten in der Oberwelt. So, da komme ich aber nicht rein, das ist blöd. Hier gibt es bestimmt noch irgendwas zum Springen, hoffe ich. Hoffe ich, oder vielleicht können wir hier Wasser reinmachen, dass es dann alles höher ist. Gibt auf jeden Fall keine Karte hier. Vielleicht im Level dann, das wäre natürlich auch cool, wenn es Levelkarten gibt. Oh. Oh, ich häng. Oh, krass, wie habe ich da keinen Schaden gekriegt, bitte? Wie? So, jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die Strategie gut ist, erst die kleinen platt zu machen. Ich glaube normalerweise schon. Aber ich bin jetzt halt echt um den Großen rumgeturnt. Vielleicht hätte ich auch den Großen einfach angreifen können. Oh, wir haben fast schon wieder ein Upgrade. Was ist da los? Was ist das? Das ist ein Freund von uns, oder? Was macht der? Der heilt uns. Muss ich gegen den Rennen fahren? Ich glaube nicht, oder? Das ist voll gemein. Kann schon sein. Wobei, nee, das wäre ein bisschen fies.
Ja, klar. Eigentlich bin ich ja auch ein Raumschiff. Eigentlich sollte ich da auch abkürzen können. Ich kann halt gar nichts. Das ist ein Rennen, oder? Das sieht so aus, als wäre es eins. Ja, guck mal, der gibt mir ein rotes Signal. Klar. Wie? Sollen wir es nochmal testen? Aber ich glaube, das macht wenig Sinn, oder? Hier ging es nur raus, gell? Ja. Aua! Das hätten wir uns jetzt halt nicht holen sollen, noch einen Schaden. Testen wir das nochmal? Ich weiß das nicht. Ich glaube, wir haben keine Chance, dadurch, dass der abkürzt. Probieren wir es mal. Oder lädt es einen Boost auf? Nee, oder? Uff. Oh, das lädt einen Boost auf. Cool. Da musste ich, sonst habe ich keine Chance. Das wird so auch nichts, oder? Yes, ich schaff's! Ich schaff's! Yes! Gewinne das Rennen gegen einen Geist. Schneller als du. Und was krieg ich dafür? Was krieg ich dafür Schönes? Gib mir was Gutes. Kind des Kristalls, du hast einen meiner Geister gefunden. Bring sie alle in Sicherheit. Dann wird sich ihr geheimer Turm öffnen. Alle in Sicherheit und erst dann. Wie viel brauche ich? Woher weiß ich das? Ah, 8 Stück gibt's. Das sind gar nicht mal so viele. Hey, ich glaube, das Spiel ist nicht so mega riesig. Außer jetzt nicht klein, aber 4 Level, 4 Bosse. 8 von den Dingern. Aber egal, oder? Egal. So, dann gehen wir mal wieder in die Oberwelt. Gucken mal, ob wir hier noch was finden. Müssen auf jeden Fall aufpassen. Nein. Achso, ich kriege eh keinen Schaden. Gibt's hier einen Durchgang? Ja. Gibt's denn sonst noch einen Weg? Hier könnte es einen Shortcut geben, gell? Guck mal, lieber ich mal da. Hä? Was war das letzte Mal das Problem? Da hätten wir doch auch einfach hinlaufen können, oder? So, hier waren wir ja schon. Yeah, dann sind die Geister hier. Oh, ich dachte, das heilt mich. Was bringt mir das dann gar nichts? Das ist blöd. Das ist doof. Keine Möglichkeit, mich zu heilen. Außer mit einem Level-Up. Das kann ich versuchen. Oh, das sind viele. Puh. Wo ich mit dich zuerst? Da ist es. Neue Stufe. Und jetzt holen wir uns Schaden. Glaube ich. Ja. Zack. Schaden ist natürlich auch krass. Okay, cool. Guck mal, hier wären wir davor noch gar nicht weitergekommen. Aber jetzt mit Boost, was ist das? Oh. Ah, okay, da kommen wir hier rein. Cool. Was gibt uns das? Was bringt uns das? Kristallkugel. Deine Kugeln haben eine geringe Chance, die meisten Feinde zu betäuben. Cool, das ist ja gut. Das heißt, wir kriegen hier solche kleinen Upgrades oder was hier auf der rechten Seite. Oder? Ich dachte, ich habe mich schon gefragt, was das da rechts sein wird. Aber das wird die Antwort sein. Kleine Upgrades. Soll ich hier drüber flitzen? Da geht's doch bestimmt in einen neuen Bereich. Bestimmt sterbe ich hier, aber egal. Ja, guck mal, gleich andere Musik. Ich muss halt richtig vorsichtig sein. Oh, das sind upgegradete. Die sind genau wie die anderen, nur stärker. Was kommt jetzt? Nein, das ist mir tot, oder? Ich kann den oben nicht killen. Shit.
Nein! Okay, ich würde sagen, da oben müssen wir mit ziemlich hoher Sicherheit nicht weiter. Das heißt, wir gehen hier weiter, oder? Richtung Level 1. Weil ich glaube, seit wir den Boost haben, kommen wir da theoretisch rein. Das heißt, dann flitzen wir da noch schnell hin. Das war nicht hier, war das noch eins weiter? Ja. Da gab es den Boost. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau. Also wir sind erst nach rechts, gell? Und dann nach oben. Und da ging es nämlich nicht mehr zurück, ja. Da müssen wir erst später hin. Und hier können wir bestimmt das Level irgendwo öffnen. Das erste von vier. Also bin ich mir sicher. Da lege ich mich fest. Da lege ich mich wirklich fest. Okay, dann schauen wir mal kurz noch rein, würde ich sagen. Lade. Okay, und das ist dann auch eine Art Speicherpunkt. Schiffsposition unbekannt. Das sind dann so eine Art Raumschiffe. Wahrscheinlich echt wie bei Zelda, solche Dungeons. Hier sind Schlüsselkarten. Geht es weg? Ja, oder? Ah. Okay, hier gibt es dann Schlüssel und da geht es wahrscheinlich dann zum Endboss. Hier gibt es einen kleinen Schlüssel. Okay, ich sage euch was. Ich habe zwar jetzt Bock, das zu machen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir das auf nächste Folge verschieben. Auch wenn die Folge ein bisschen kurz jetzt natürlich ist. Aber das macht nichts, wenn wir jetzt nämlich das ganze Level machen würden, dann würde die Folge ziemlich lang werden. Deswegen verschieben wir das auf morgen und machen morgen dann dieses Level. Ich muss sagen, mir macht Spaß und ich bin froh, dass ich es auf der hohen Schwierigkeit spiele. Gucken wir mal, wie es morgen weitergeht. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.